Vielleicht hat der Hase Knochen. Dann könnte ich was upgraden. Nö. Ist hier noch ein Hase oder irgendwas? Und ich habe das einzigste Karnickel in der gesamten Wüste erlegt. Ja, so macht man das. Ja, das läuft ja super. Okay, die Reichenbrauen. Wir sollten ja immer noch das Schwert... Gut, das Schwert ist mittlerweile zurück, aber wir sollten ja irgendwie hier die Reichenbrauen, damit wir diesen Quest auch mal abschließen können. Ich hoffe, ich laufe richtig. Naja, nicht ganz. Komme ich denn da hin? Kann sie hier runter? Nee, kann sie nicht. Sie kann ja nicht überall freiklettern. Okay, das läuft nicht gut. Wir müssen doch wieder Wegpunkt, mir sagt, laufen. Nein. Ja? Wo schickt mich der Wegpunkt hin? Ja, klar. Natürlich. Ich komme da unten ja auch so unbeschadet an. Na gut, lasse ich mal stehen. Wir haben ja noch genug Holz. Und Holz trifft man, oder auf Holz trifft man hier relativ häufig. So, ist hier noch irgendwas zum Looten? Leider nicht. Auch nicht zum Abschießen oder Jagen. Und hier kommen wir hier runter. Naja, nicht wirklich. Ich kann es probieren. Ich probiere es mal. Über Stock und Fels. So, das ist jetzt mein Skyrim-Spielstil, ne? Also wenn ich Skyrim spiele, sieht das bei mir auch immer so aus. Über Stock und Fels, komm mal. Vielleicht noch bereuen. Wir kommen an. So, das war die Abkürzung, die man nicht so gehen soll. Aber trotzdem, hat ja funktioniert. Wir gehen mal zur Weggabelung und dann machen wir mal die reichen Brauben. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Eigentlich würde ich gerne weiter nach Meridian, um herauszufinden, was jetzt mit seiner Schwester da ist. Aber dazu müssten wir halt wirklich wieder zurück, beziehungsweise die Schnellreise auch verwenden. In dem Fall würde ich glatt Schnellreise machen, weil alles andere... Wäre, glaube ich, ein bisschen blödsinnig, weil wir haben ja doch relativ lange Wege. Wobei wir zwischendrin mal ein Blümchen kriegen. Okay, da steht ein Langhorn. Ist das kaputt? Ist es kaputt? Okay. Es, sieht noch komplett in ganz aus, aber es scheint kaputt zu sein. Ja, Heilung. Eine Blume? Nehme ich immer gerne mit. Da war ein Karnickel. Vielleicht hat das ja jetzt ein paar Knochen, dass wir was upgraden können. Das ist Knochen haben. Ja! Wir endlich haben wir mal. Oh, schön. Hier, Waffenbeutel. Wir können den Waffenbeutel endlich upgraden. Es hat nur Jahre gedauert. Kaninchenhaut, haben wir schon. Upgraden. Keine Upgrades verfügbar. Super. Endlich sind wir auf Maximum. Wir haben ihn. So, Fischgräten bräuchten wir. Aber eigentlich wäre es hier der da. Schweinsknochen. Wir müssen dringend mal Schweine jagen. Und, so, aber das ist doch wenigstens etwas, ne? Wir haben es endlich mal hingekriegt. Und bei... Oh, da hinten sind Feinde. Das ist nicht gut. Ich wollte nämlich hier nur die Blumen mitnehmen, weil die laufen auch falsch rum. Und wir haben einen kleinen Sandsturm gerade. Und ein Lagerfeuer. Ich kann mich nicht beschweren. Wir haben noch ein Lagerfeuer. Ah, gespeichert. Auf der sicheren Seite. Jetzt kann mir nichts mehr passieren, wenn ich sterbe.
Und durch die Heilung, die wir jetzt sammeln, wird alles gut. Ich möchte hier nicht draußen sein beim Sturm. Ich sehe da hinten mal einen Fisch. Das ist kein Fisch. Mich interessiert mal, was hat denn der? Ich habe nämlich bisher noch nie Fische gejagt. Nützlich für eine alte Rezeptur. So, nehmen wir auch mit. Alte Rezepturen sind mir immer lieb. Nur dieser Sandsturm macht mir gerade ein bisschen Sorge. Kann für die Lunge nicht wirklich gesund sein, was wir hier haben. Nicht gut. Ich dachte, die wären weit weg, dass die patrouillieren ist. Oh, hoppla. Ja, Hallöchen. Und es sind auch noch drei. Und dann auch noch diese ekelhaften mit Schutzschild. Ich lege keinen Wert drauf, mich mit denen anzulegen. Also warten wir mal ganz leicht und langsam und ich weiß nicht, ob man das sieht in der Aufnahme, aber ihr Köcher und ihre Kleidung werden nass. Das ist ja auch cool. Habe ich noch gar nicht gesehen. Okay, also die Gegner patrouillieren hier wirklich über die Welt. Und sie laufen nach rechts. Das finde ich gut. Dann kann ich nämlich links abbiegen, dann könnt ihr machen, was ihr wollt. Mich mal in Ruhe lassen. Ja. Ein Wächter. Ich weiß nicht, ob ich Truthähne brauche. So, aber die kriegen wir ja eingeholt. Das ist ja nicht weiter das Problem. Oh, guck mal, ein Lagerfeuer. Und da soll mein Wegpunkt auch hin. Eine Gabelung. Hier sollte sich Nassan einfinden. Okay, ich soll das Lager untersuchen. Dann kriegen wir jetzt hier gleich eine Cutscene, denke ich mal. Hoffe ich mal. Mal schauen. Keine Cutscene. Warum nicht? Was haben wir denn hier? Stofffetzen. Okay. Ist noch irgendwas? Nö. Wenn jemand Nassan weggeschleift hat, gibt es Spuren. Oh, na also. Mal sehen, wo sie hinführen. In den Norden, hoffe ich. Nee, in den Westen mehr. Kanickel. Ich glaube, ich brauche keine Kanickel mehr. Ich bräuchte Schweine. Aber, oh, da hinten sind mechanische Vögel. Die nehmen wir nicht mit. Hirschschädel, Talisman. Interessant. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Ja, Heilung ist immer gut. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber Heilung finde ich immer sehr, sehr nützlich und gut. Okay. Seid ihr brave, Otte Hüß, weil
Ich möchte nicht mit euch kämpfen. Was ist denn das hier? Die Reichen berauben, ja? Aber was ist das? Ein Außenposten der Schattenkaja. Hoffentlich ist Nassan da drin. Okay. Lass mich mal ganz kurz woanders hinstellen. Nicht, dass mich die Ottehüs gleich finden und angreifen. Okay, so, also, wir haben einen neuen Außenposten. Einen schicken Außenposten, wenn ich das mal so sagen darf. Hätte ich gar nicht geglaubt, dass es sowas hier draußen gibt. Wir haben ganz viele Gegner. Was ich nicht sehe, ist ein Alarmsystem, wollte ich sagen. Wir haben Helme, ne? Wir haben Helme. Das ist doof. Das ist deswegen doof. Was war das? Weil die mich sonst erkennen. Komm mal her. So, das war gut. Also, die Helme sind ganz blöd, weil wir kriegen die dann nicht mit Kopfschüssen eliminiert. Zeig dich endlich, du elender Penner! Hoppla. Dich habe ich gar nicht gesehen. Ja, ja. Gras, was auf der Lauer? Liegt es. Du musst nur herkommen. Komm, komm. Intelligente KI. So. Hat doch geklappt. Okay. Ach Gott, das sind viel mehr, als ich dachte. Viel, viel mehr. So, der nächste bitte. Vielleicht haben wir Glück, dass wir die einzeln abgrasen können. Wie gesagt, was ich bisher nicht gesehen habe, ist ein Alarm. Alarme werden ja normalerweise grün irgendwie dargestellt. Okay. Lagerfeuer. Ich komme hier rein. Schön langsam. Lea. Holen wir sie uns. Jetzt war ich abgelenkt. Entschuldigung. Wäre gut, wenn es keinen Alarm gibt. Besonders jetzt, ne? Noch auf der Suche nach mir. Hat der sich gerade selbst ausgenuckt? Tschüss. Mach's gut. Okay. Okay.
Wir haben keine Panik. Erstmal Hallöchen. Willkommen im Stream. Okay. Kommt der hoch? Nein, die kommen nicht hoch. Sorry, macht gar nichts. Alles gut. Alles gut. Kein Feind soll überleben. Huch. Das könnte mein Ende bedeuten. Okay. Die kommen doch hoch. Wie ich gerade feststelle. Flankieren nicht vergessen! Oh! Ich bin gleich für euch da! Entschuldigt. Okay, zwei Schüsse sind gut, aber sie streuen sehr stark, wie wir gerade gesehen haben. Ecke ist gar nicht schlecht. Stell dich dem Urteil der Sonne. Das Urteil der Sonne bin ich. Wo lang? Ich muss erstmal hier mir einen Überblick verschaffen, wo ich jetzt gerade bin und wen ich noch habe. Ja, aber wir haben momentan ein bisschen Freizeit. Alles gut? Wie geht's denn so? Frage. Wo haben wir denn mal? So. Ja, das ist ein bisschen unideal, wenn die Schüsse auseinandergehen, außer du ziehst damit auf zwei Leute. Ja, das stimmt. Ich übe gerade, wie das funktioniert. Es war das erste Mal, dass wir diese Art von Angriff überhaupt verwenden konnten. Was macht eigentlich der Beuteschuss? Beutepfeil. Muss mal kurz nachlesen im Inventar, was der macht. Munition. Was macht denn der? Verursacht geringen Schaden, aber entfernt Maschinenteile mit großer Präzision. Entfernt Teile, die Rohstoffe bieten, enthält zusätzlich oder enthalten zusätzliche Rohstoffe. Okay. Dann machen wir einen Scharfschussbogen. Warum geht denn das? Okay, mit einem Scharfschussbogen kann man ohne Probleme zwei Leute umbringen, anscheinend. Okay. Gut, ich gehe mal looten, ne? Ganz geschillt, bisschen müde, weil heute Nacht irgendwie nicht schlafen konnte. Sonst alles gut. Ja, das mit dem müde habe ich heute auch. Ich habe schon zu viel dabei. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Aber das ist heute so, ne? Einfach mal ein bisschen müde. Auch nicht wundern, es wird heute nicht so ein langer Stream. Also nicht wegen der Müdigkeit, sondern einfach nur, weil ich nachher keine Zeit mehr habe. Wird noch so, na, circa 20, 30 Minuten, denke ich. Dann werde ich auch schon wieder offline gehen. So, ich sagte am Anfang eine Stunde, maximal eineinhalb Stunden wären es, denke ich mal. Ich guck mal, wie weit ich hier komme. Bin eigentlich ganz fasziniert davon, dass ich das gerade überlebt habe. Schatten werden länger. Wie habe ich denn das gerade gemacht?
Ja, aber ich hatte eben Lust, ein bisschen Horizon zu spielen und das, da dachte ich, dann kann ich das auch anwerfen. Damit ihr unter Umständen dann mitgucken könnt. Achtung, hier ist einer. Okay. Komm ich noch rein? Ich will looten. Alles gut. Sehr schön. Sehr schön. Und was machst du so? Baust du mal wieder bei den Sims? Grob gefragt. Die Sims wollte ich am Dienstag weiterspielen. Es sei denn, ich habe so große Lust, hier weiter Horizon zu spielen, dass ich damit weitermache. Aber geplant ist sozusagen, dass ich am Dienstag dann im Stream die Sims mal wieder spiele. Und es kann auch sein, das sage ich gleich mal, dass wir hier Horizon nicht nur im Stream machen. Also, dass ich sozusagen auch vielleicht privat ein bisschen weiterspiele und das dann aufnehme oder sowas. Für YouTube halt. Aber dass sozusagen das nicht nur gespielt wird. Wieso ist denn in dieser großen, großen Ecke hier jetzt ein Lagerfeuer? Das ist ja auch cool, ne? Da kämpfst du mal in der Hoffnung dessen, dass dich keiner erkennt und dann machst du mal einen Speichern und dann respawnst du und... Sie haben Nassan also erwischt. Er braucht Hilfe. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Wie auch immer. Das bringt doch alles nichts. Das ist okay. Ich breche ihm gerne ein paar Knochen. Wie viele wir ihm wohl brechen müssen, damit er redet? Ah, ein harter Hund. Hat jemand einen Vorschlag? Vielleicht 7. Okay. Ich nehme die Wetten an. Hm? Heute nicht, sonst spiele ich wieder den ganzen Tag. Heute mache ich einen Schreibtag und mache nachher noch ein bisschen Hausarbeit. Das ist ein sehr guter Plan. Ich kenne das, man startet das und da sagt dann, och, man macht ja nur mal 10 Minuten oder so. Und dann hängt man wieder eine Stunde, 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden im Programm. Deswegen alles gut. Aber hat jemand mal einen Vorschlag? Wie gehe ich denn jetzt hier schleichend vor? Ich gehe mal zurück. Versuchen wir es nochmal. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Die klingen brutal. Nicht wirklich. Die meinen das nicht so. Ich glaube, er will deine Gefühle verletzen. Klappt nicht. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Wie auch immer. Das bringt doch alles nichts. Das ist okay. Guck mal, ob es einen alternativen Weg gibt. Wie viele wir ihm wohl brechen müssen, damit er redet. Ein harter Hund. Außenrum, genau, da bin ich gerade auch dabei zu sagen, okay. Vielleicht nach außen. Ich nehme die Wetten an. Es gibt einen Weg außenrum. Was? Nein! Bleib aus. Pfui. Kämpf. Mögen meine Feinde fallen. Ich schaffe es vielleicht nicht. Oh Gott. Ich hab doch... Hallo? Ich hänge. Was ist los? Ich sehe gar nichts. Ich komm nicht weg. Tut mir leid, ich kann... Ich kann gerade nichts machen. Nicht so richtig. Was war denn das? Sie hink. Schön, wenn man halb in der Wand hängt anscheinend. Das Programm hat es nicht mitgekriegt, wo wir waren. Genau, jetzt haben sie mich gesehen, aber ich konnte mich nicht verteidigen, ich konnte nicht rausrollen. Okay, wir sind aber hier an der richtigen Stelle angekommen. Nur eine Frage, denn du wirkst etwas geschwächt. Was wolltest du bei der Weggabelung? Es war ein Picknick. Mit deiner Mutter. Ich glaube, er will. Also hätten wir ausweichen können, wäre alles gut gewesen. Meine Mutter liebt ein schönes Picknick. Genau, war ein bisschen glitschig. Wie auch immer. Das bringt doch alles nichts. Das war komisch.
Ich breche ihm gerne ein paar Knochen. Wie viele wir ihm wohl brechen müssen, damit er redet? Ah, ein harter Hund. Vielleicht 7. Okay, ich nehme die Wetten an. Hm? Mal gucken, ob's gut geht. Guten Tag. So, alles gut? So soll's eigentlich laufen, ne? Hey, da oben! Ja, da oben. Der hat das jetzt gesehen.